Willkommen zurück zu Sekiro, dem Spiel, wo ich ganz große Freude habe oder auch nicht. Ich habe leider so ein bisschen vergessen, was wir jetzt gemacht haben. Außer, doch, wir haben gegen irgendwelche Affen gekämpft, mir fällt's wieder ein. Das war total toll. Aber ich weiß jetzt, achso, wir stecken hier das Schwert weg. Anscheinend sind wir an irgendeinem Ort, wo wir nicht töten können. Oder das ist schon wieder Emma. Oder das ist der vorherige Gott, Kaiser, Sohn des Drachen, irgendwas. Was suchst du an diesem Ort? Ich suche die sterbliche Klinge. Kennst du die Geschichte von der Klinge, die nicht gezogen werden kann? Ja. Sie heißt so, weil jeder, der sie gezogen hat, mit dem Leben bezahlen musste. Und dennoch willst du es versuchen? Naja, schon. In Ordnung. Verstehe. Nun gut. Was, einmal die Woche kommt kein richtiger Flow drauf? Quatsch. Wenn du bereit bist, wirf einen Blick auf die Klinge. Ich frage mich, wieso? Fürchten Sie den Tod nicht? Wie hast du dein Auge? Verstehe, du trägst den Fluch des Vermächtnisses des Drachen. Die sterbliche Klinge. Vorbehaltlos. Empfange ich die Macht. Mhm. Sterbliche Klinge. Ein Dudashi, das unsterblich töten kann. Seine blutrote Klinge nimmt jeden das Leben, das sie entzieht. Solange in den Seppuzen versteckt und nur noch jemand mit der Macht des Auferstehens kann eine so furchterregende Waffe führen. Ihre wahre Geschichte ist eingebrannt. Gütiges Geschenk der Tränen. Vielen Dank auch. Ich habe nicht mal ein Dings verbraucht dafür. Habe ich jetzt eine Zweitwaffe einfach bei? Du dienst also dem göttlichen Erben des Vermächtnisses des Drachen. Ja. Wozu brauchst du die sterbliche Klinge? Ich will die Tränen des Drachen aus dem Reich der Götter erlangen. Ich möchte die Fesseln. Verstehe. Ich habe etwas darüber gelesen. Ich habe gelesen, dass es einen Weg gibt, um das Drachenerbe zu durchtrennen. Was bedeutet... Der göttliche Erbe lehnt die Macht des Drachenerbes ab. Ja. Das Schicksal kann eigenartig sein. Ich bin ein Kind des ewigen Wassers, erschaffen von jenen, die alles für die Unsterblichkeit tun würden. Mein falsches Drachenblut ist Menschenwerk. Kinder, also gibt es noch mehr. Ich bin die Einzige, die diesen Prozess überlebt hat. Die anderen... liegen hier begraben. Ich verstehe. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, die Fesseln der Unsterblichkeit zu durchtrennen. Aber das Drachenerbe verdirbt zweifellos das Leben der Menschen. Und ich teile die Einstellung des Erben zu dieser Wahrheit. Shinobi des göttlichen Erben. Ich werde dir helfen. Streck bitte deine Hand aus. Was? Segnet uns mit einer reichen Ernte. Hey, Reis! Reis ist der Hand des göttlichen Kindes des ewigen Wassers. Es stellt schrittweise für kurze Vitalität wieder her. Selbst bei nicht-göttlichen Wesen sorgt die Macht des Drachenbluts für eine reiche Ernte. Reis ist wertvoll, stellt nicht für Vitalität wieder her, sondern wird süßer, je mehr man davon isst. Was? Ist das... Reis? Bitte sehr. Dieser Reis ist kostbar. Er schmeckt besser, je mehr man davon isst. Und spendet Kraft. Danke. Shinobi des göttlichen Bestie will... Ja, ich bin willkommen. Achso, warte mal, ich kann um Reis bitten, immer wieder. Es tut mir leid, Shinobi des göttlichen Erben. Der Reis ist noch nicht bereit für die Ernte. Du bekommst mehr, wenn die Ernte abgeschlossen ist. Schrift des Hohepriesters des Sempotempus geben. Machen wir mal. Ich meine, was soll schief gehen, wenn ich das mache, oder? Ich meine, ich weiß nicht mehr, was das für eine Schrift ist. Heilung der Infizierten. Worüber ich diese Schrift überhaupt her habe? Was mache ich mit der sonst? Ach, ich gebe die mal. Bis jetzt hat auch keiner protestiert. Oder?
Noch ist die Gelegenheit günstig, nein, zu schreien. 3, 2. Also eigentlich müsste ich eigentlich, ich weiß leider nicht, wie groß der Delay ist bei den meisten Leuten. Das könnte ich nur empirisch feststellen. Kannst du machen. Was ist das? Ich soll euch das geben. Danke. Ich werde es annehmen. Was ist los? Ich kann nicht anders, als sie zu verachten. Ja, schön da noch. Wohl, mögen die Ernten. So, was kann ich jetzt mit dem Reis machen? Der Reis ist jetzt so ein Einmal-Verbrauchsgegenstand oder was? Also die Glocke bringt mir wahrscheinlich erstmal, wenn sie keinen Affen und Wölfen in den ursprünglichen Zustand zurück. Welche Wölfe? Na gut. Ach so. Sekiro ist der Wolf wahrscheinlich, oder? Roter Klumpen. Rote Augen. Das ist okay. Egal, wo ist denn jetzt hier mal lustiger Reis? Reis. Reis der Hand des göttlichen Kindes. Anzahl, also ich könnte Reis tatsächlich dreimal haben. Das macht sich weniger enttäuschend. Klar. Die Glocke bringt dir nichts mehr. Ich hab's geahnt. Das ist. Gut, dass ich sie noch hab. Nun gut. Seit wann ist denn hier vorne so ein Buddha? Der stand da letztes Mal noch da hinten. Was soll's. Ja, schöne Klinge, das ist, die hört sich tatsächlich in der Tat recht praktisch an. Ach Gott. Yay, Kügelchen. Ach, siehst du, gut, dass ich gerade die Kügelchen gefunden habe. Mir ist eine, ich bin den Tag über was gefallen. Und zwar, Globuli wirken doch. Und zwar hat sich in der Schweiz ein Schweizer Teenagerin sich mit Globuli quasi umgebracht. Und zwar, es gibt arsenhaltige Globuli. Und wenn man davon so 30 bis 40 Stück am Tag, jeden Tag nimmt, dann merkt man was. Weil Arsen hat keine Geringsmenge. Also Arsen wirkt immer, egal wie wenig man nimmt, weil es sich irgendwie anlagert. Ist Arsen nicht ein Schwermeter? Schwermeter sammelt sich auch immer an. Den Reis kannst du auch wem geben. Mal gucken, wer bis jetzt hier. Ach, die Tür kenne ich doch irgendwoher, oder? So, das können wir direkt mal ausprobieren hier. Ach, fuck. Oh, ne. Das Vieh wird mich ja wohl kaum vergessen, oder? Nee! Gib ich das? Oh, tatsächlich. Ey! Ich würde eigentlich nur mein neues Klingchen ausprobieren. Jetzt sowas hier. Bin mich tatsächlich ganz so lieb. Ich gehe jetzt einfach mal 3 Meter weiter, gucken, ob ich den nächsten von der Sorte finde. Oder besser noch, ich raste hier einfach diesen dummen Schrein und versuche das gleich nochmal aufs Neue. Weil ich bin jetzt sowieso wieder hier, oder? Zack. So. Dann versuchen wir das einfach nochmal. Was siehst du, wie setze ich denn die Klinge überhaupt ein? Habe ich die einfach so als Armwaffe? Ninjutsu, Blutrochen, das ist Puppenspiel Ninjutsu. Was? Das können wir machen. Was auch immer. Ich würde dich gerne ungern von den gigantischen Tausendfüßer am Arm lassen. Meinst du? Ich finde die sehr. Ich finde die. Ah! Haha! Tot auf ewig, seist du. Kontaktmedizin, probieren wir mit Giftwirken. Also. Das kann ich jetzt also mit allen machen von denen. Ich kann die einmal töten und danach kann ich sie richtig töten. Ich hätte auch diesen Shinobi-Dingsbums-Todesschlag gerade machen können. Ich nehme mal stark an, dass sie respawnen, oder? Wieder kann nützlich werden. Also das ist der Fluch, der auf der Klinge liegt, der ist, der sieht so aus, dass er. Hallo Wuschibu. Der Fluch, der auf der Klinge liegt, der funktioniert, der triggert nur einmal pro Person oder was? Das ist ja praktisch. So kann ich mich jetzt an dem Burschen jetzt hier hochfarmen oder was?
Ja, die Respawn natürlich, war ja klar, ja, gut. Es kam jetzt nicht so überraschend, dass sie wieder da sind, oder... ist was anders an denen. Wie viel bringt denn das so? 165 ist eigentlich ja nicht schlecht, ne? Also an sich könnte man die hier locker easy zum XP-Legion benutzen, weil das ist halt null Aufwand, die Typen umzunieten. Jetzt müssen wir mal hier rumschleichen. Ich meine, sobald sie mich entdecken, sind sie natürlich total anstrengend, aber... in der Regel hat man nur einen nehmen, ist ja nicht hier so ein Cheater. Was cheaten? Oh fuck. Was? Nur ausgewichen. Eine Frechheit hier. Penner. Ach guck mal, es gibt mir auch Leben, sehe ich gerade. Na gut, das hieß ja auch, dass die Klinge lebenssaugend ist, ne? Ob ich das auch mit normalen Gegnern machen kann? Also, dass ich auch normalen Leuten das Leben absaugen kann? Was, wenn ich auch da gehen, weil ich hier nicht drauf gehen? Ja, eben. Das läuft doch hier. Guck mal, hier kann mir nichts passieren. Mir fällt übrigens wieder ein gewisser, Typ ein, der am Fuß von diesem Tempel saß, der meinte, er möchte, dass ich ihm den ewigen Tod schenke. Obwohl das jetzt nicht so aussah, als wäre einer von den Sterblichen gewesen, aber vielleicht brauche ich für den auch die. Die große Klinge des Beendens. Oh komm, das ist so ein einfacher, den man... Ich weiß, dass ich den anderen gerade nicht gefinisht habe, aber das machen wir gleich. Also die nicht komischen Tausendfüßer-Typen, die sind halt mega easy, ne? Die sind halt angenehm einfach. Die können sich auch nicht wehren. Hui! Aber die bringen nur 82, na gut. Dafür bringen die leider auch weniger, die Typen. Die bringen 15? Dafür, dass sie respawnen? Die Klinge ist für die Dicken nicht vorgesehen? Oh. Bittere Enttäuschung. Hätte ich jetzt gedacht. Na gut. Aber unabhängig davon haben wir jetzt nicht unbedingt was Neues gelernt. Jetzt können wir also Unsterbliche töten. Wenn wir jetzt also nochmal Genshiro treffen würden. Genishiro? Ja, wie auch immer er heißt. Den könnten wir jetzt auf jeden Fall auch noch umhauen. Jetzt unser neuen Klingen. Die haben wir leider ein bisschen spät gekriegt. Wahrscheinlich können wir jetzt auch noch Sohnfried hier Bericht erstatten. Machen wir aber noch nicht. Hier erstmal. Ich versuch's trotzdem mal. Ich gehe trotzdem nochmal zu dem Fetti hin. So, wo sind die? Sind euch. Wird noch ein bisschen überlegen wollen. Ich sehe gerade, Deathrader hat vor 10 Stunden zu mir subscribed. Der gute Deathrader lebt noch. Ich habe mich immer gefragt, wie es ihm geht. Hat der gute Deathrader. Ich kenne die meisten von euch wahrscheinlich gar nicht mehr. Naja, wie muss er aber auch. Hallo. Könnt ihr mich verschwinden? Ich bin sicher. Und da ich habe. Ihr könnt. Ich kann es nicht. Kann ich noch nicht. Na gut. Dann gehe ich nochmal runter zu den lustigen Dingens hier. Aber ich habe. Naja, das ist. Ich würde übrigens die lebenssaugende Klinge. Ich würde die lebenssaugende Klinge gerne immer benutzen, eigentlich. Hey, das andererseits 100, 142 XP ist gar nicht mal so beeindruckend, ne? Ich sehe gerade, die anderen Typen bringen hier auch relativ viel ein. Kann ich übergehen, ne? Das ist eigentlich gar nicht, wirklich gar nicht so viel. Wollen die auch wiederkommen? Mal. So, mit der Winde kann ich wahrscheinlich... Ja, da fehlt mir wahrscheinlich einfach so ein Stock, um den dazwischen zu machen, oder? Das, nur wenn ich den Drachen hier steigen lasse. Der dient ja offensichtlich dafür, dass ich da rüber kann, über diese Schlucht. Aber ich habe halt nichts, um das Ding zu arretieren. Falls ihr euch zufällig mal Französisch lernen wolltet, arreté heißt halten. Also, das kommt genau daher. Hat den Ursprung aus dem Latein. Also halten im Sinne von das Auto hält an. Oder HALT! Hier muss man das Puppenspiel benutzen, beim Drachen. Ach so.
Wenn die Jutsu-Technik jetzt top war wie eine Marionette, das ist natürlich ein harter Spoiler, ne? Darauf wäre ich in 1000 Jahren, also wie hätte ich denn da auch von alleine kommen müssen? Wenn die Jutsu-Technik jetzt Opfer wie eine Marionette manipuliert, verbraucht Gesetz dafür doch einen. Das ist ja das Recht, fließen sondern zu bleiben in der Marionette, wie sich ein. Ernsthaft? Also darauf wäre ich in 1000 Jahren nicht gekommen. Also wirklich nicht. Wir machen das später mal. Ich laufe jetzt einfach zum ich will mal Sohnfried sagen, aber eigentlich ist ja. Zum Typen hier zurück und berichte mal, dass ich jetzt die ewige Klinge gefunden habe. Außerdem mal 512 Taler. Ich will bestimmt mal von was. Das ist darauf wäre ich in 1000 Jahren nicht gekommen. Also. Zumindest nicht ohne weitere Hinweise. Aschnerburg. Ich würde hier keine einfach zu wichtigen Orten gehen. Warte mal. Habe ich jetzt drei wichtige Orte? Oberes Zimmer, Choruszimmer? Ach, das innere Heiligtum zählt auch noch als besonderer Ort. Ach ja, gut, klar, der steckt immer die Waffe da weg. Klar, dass es ein besonderer Ort ist. Achso, Steff hat es ja auch schon geschrieben. Steff war subtiler mit, oder jemand, der das Ding hält. Das ist in der Tat deutlich subtiler als das. Ich bin froh, dass ihr gekommen. Hast du Bock auf Reis? Werter Wesscher als zeichneten nun weniger Sorgen verhindert. Achso, das hat man alles schon. Jo, Haus da. Grüß dich. Wolf, das Schwert auf deinem Rücken, ist das? Ganz das genau. Ist die sterbliche Klinge. Das Schwert kann die töten, die nicht sterben können. Ja, Jupp. Ich erhielt das Schwert vom göttlichen Kind des ewigen Wassers im Senpo-Tempel. Das göttliche Kind des ewigen Wassers? Die Mönche im Senpo-Tempel haben ihren Glauben zugunsten der Unsterblichkeit aufgegeben. Das Ergebnis sind jene mit dem falschen Drachenerbe. Bekannt als die göttlichen Kinder des ewigen Wassers. Ein falsches Drachenerbe. Wer hätte das gedacht? Warte. Göttliche Kinder? Ja, er hat's auch gemerkt. Viele wurden erschaffen, doch nur eins überlebte. Das zeigt einmal mehr, wie sehr diese Macht den Menschen schadet. Die Fesseln der Unsterblichkeit müssen durchtrennt werden. Ja, Kurosama. Ist das der Gnomlord noch der Einzige, der ewig am Leben blieb, dieses Jutsu? Und dachte... Lass das denn beim Puppetchen weg. Das ist so der flachste Witz, den ich mir vorstellen, also wirklich. So, wir lauschen jetzt erstmal hier. Ich hab gehofft, ich kann nochmal lauschen. Bei Yamoi meint er letztes Mal, ich kann irgendwie hier den Kollege Schnurschnur irgendwie belauschen, aber. Er scheint mir jetzt nicht mit sich selbst reden Laune zu sein. Achso, ich könnte vielleicht nochmal anlabern. Das war ja gerade nur die Quest. Ich sehe, du hast einige der Zutaten gesammelt, die wir für den Duft der Urquelle benötigen. Habe ich? Weiter so, Wolf. Du brichst auf, Wolf. Ach so, sehr gut. Das ist. Warte mal, was brauche ich noch? Also das sagt mir, wo ich jetzt dieses weiter muss. Ich sehe, du mach. Ich hab die Blume. Ich hab die Blume von diesem Hügel geholt. Die habe ich. Der Sakura-Baum, der braucht den Ast. Ich muss von irgendjemandem den Ast zurückholen. Den könnte irgendjemand haben. Und der Stein. Ein duftender Stein. Der Text spricht. Ja, davon muss ich runter. Ich weiß. Okay, der Sakura-Baum. Was verlor einen Gestoß? Sammeln wir zuerst. Okay, also der Scheiß 2 kommt als letztes. Gut. Blume habe ich noch nicht. Moment mal, was habe ich denn? Achso, die stimmt, ich habe die andere Kackblume, ne? Ich habe die, habe ich, glaube ich, den Dicken schon gegeben. Ich hatte doch mal so eine Blume irgendwo. Moment. Muss ich mal kurz fragen? Ich sehe, mach was. Ein Teil ist eine weiße Blume, die dort blüht. Ja, gut, das ist das versunkene Tal. Okay, gut, das versunkene. Okay, ich muss das auf jeden Fall ins Tal. Bei Gelegenheit. Aber erstmal gehe ich zum Meister runter und frage nochmal, ob er nicht irgendwas für mich hat. Ich muss sowieso mal gucken, ob ich meine 512 Gold. Zen, die irgendwie durchgebracht kriege. Es gibt irgendwie eine Zen-Werwurf-Fähigkeit, die hätte ich gerne. Und tauchen kann ich auch noch nicht. Das ist wie bei ich müsste eigentlich mir mal Spyro für die Playstation holen. Gibt's das, ich habe früher, wo ich im Hort war, also wo ich 8 oder 9 war, da auf der Playstation 1, da gab es Spyro, ich habe keine Ahnung, welcher Teil das war. Und da hat man auch immer Stück für Stück welche guten Fähigkeiten freigeschalten. Und da musste man dann auch wieder alles backtracken, weil da konntest du dann fliegen, da musstest du im ersten Level zurück, um welche Sachen zu holen. Und daran erinnert mich, dass wenn ich hier irgendwann mal schwimmen, tauchen lerne, was ja relativ sicher zu sein scheint. So, wie könnte ich sonst den Reis eigentlich geben? Hat irgendjemand hier Hunger? Ja, wir werden sehen. Shino-Prothese, habe ich was gefunden dafür? Also ich klicke gerade nur durch. Ne, ich habe nichts Neues, okay. So, verbessern. Kann ich irgendwas machen? Ich habe nicht genug Zeug dafür. Und da fehlt mir Zeug für das federgetriebene Feuerwerk. Ich kann es zumindest mal bauen.
Ich bin ziemlich sicher, dass man nicht alles braucht. Der Speer. Ich brauche tonnenweise mehr von diesem lustigen anderen Material. Na gut, dann schön Tag noch. Das müsste Spyro 2 gewesen sein? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das eine Level irgendwas relativ am Anfang war, irgendwas Hollow hieß. Wahrscheinlich nicht Sleepy Hollow, aber irgendwas Hollow. Das war auf Englisch. Also das Spiel war nicht auf Englisch, aber das Level hieß auf Englisch. So, moin. Ich könnte auch einen Tropfen Drachenblut kaufen. Oder hat er hier noch irgendwelche Rezepte für mich? Nee. Also er hat wirklich nichts. Außer dreistiegige Perkuten und die Kürbissamen, die habe ich auch schon gekauft. Geldbeutel kann ich bei ihm noch holen. Holen wir noch einen Tropfen Drachenblut. Ist der teurer geworden? Der ist teurer geworden, oder? Oh. Bis zum nächsten. Der scheiß Tropfen ist teurer geworden. Der hat letztes Mal 180 gekostet. Also das ist genau wie bei Bloodborne hier, dass der Mist teurer wird. Das hasse ich übrigens. Hast du wieder die große Fear of Missing Out, dass du... Diese Dinger sind auch teurer geworden. Das ist so ein Elend. Ach, das ist so dumm. Ich hasse das wirklich, dass das die Sachen einfach teurer werden. So, kann er irgendwas mit göttlichen Reis empfangen? Oder warte mal, könnte ich ihn nicht den ewigen Tod anbieten mit meiner neuen Klinge jetzt? Dieses Schwert auf eurem Rücken. Was ist es? Die sterbliche Klinge. Was? Sie ist echt. Würdet ihr mich damit von meinem Fluch erlösen? Ja. Das werde ich, natürlich. Danke. Ein Mann mit euren Fähigkeiten könnte einen gnadenvollen Tod gewähren, richtig? Überlasst das mir. Wunderbar. Ich muss Sekicho danken. Ich muss mich auf den Tod vorbereiten. Ich werde bereit sein, wenn wir uns wiedersehen. Mal sehen, was ich mir damals wieder verbaue, wenn ich ihn umbringe. Aber das erscheint mir tatsächlich wie eine letzte Gnade zu sein. Ich meine, das ist die Untoten, in der Regel sind die Untoten ja ungern untot, sondern sind ja irgendwie zwischen zwei Welten gefangen. So, habe ich nicht. Nee, Gebetsfern habe ich nicht. Habe ich auch nicht. Nö, niemand ist von der Drachen? Echt nicht? Okay. Judy, dann. Sempo-Tempel gibt's nichts mehr. Warte mal, wir machen jetzt einfach mal Sempo-Tempel. Ich hab keinen Bock auf dieses komische Wolkenfangen durch Tal. Jetzt geh ich hier runter, mach das mit dem anderen Typen. Weil meine Lust auf das dumme Tal ist echt nicht existent. Vor allem, mir fällt gerade ein, um da hinzukommen, wo ich da lang springen muss. Das ist voll weit, ne? Da muss ich ja wieder an diesen Wirbeltypen vorbei und och. Das ist anstrengend eigentlich, wenn ich so nachdenke. Der Sempo-Tempel ist mehr oder weniger komplett fertig. Das ist nicht anders. Mir fällt gerade so auf, die Mönche sehen aber auch nicht mehr so 100% fit aus, oder? So, habe ich jetzt das Zombie-Ninjutsu? Genau, das Zombie-Ninjutsu habe ich da auch drin. Der einst gab es da mal ein Magic-Set namens Kamigawa, wo bestimmte Kreaturen die Fähigkeit Ninjutsu hätten. Was ist, wenn man natürlich eine angreifende Kreatur nicht geblockt ist, kann man sich durch einen Ninja austauschen und der hat dann irgendwelche tollen Fähigkeiten. So, hier ist. Mist. Der ist jetzt, oh, die droppen Eisenschrott. Ich wusste gar nicht, dass man das farmen kann. Okay, dann müssen wir uns kurz nochmal die Beschreibung von den Jutsus durchlesen. Ich bin anscheinend zu doof. Nach Hinterrücks Puppenspiel. Achso, während dieser dunkelrote Dingsbums. Ich hätte Freude drücken drin. Vorhin stand noch ein Hinweistext dran, ne? Da habe ich nicht gedrückt. Weil ich würde die Dinger viel eher finishen und nicht mit den Jutsu umhauen. Und jetzt merke ich gerade, ich hätte das machen sollen, während ich finische. Also das ist dabei, muss ich das quasi machen. Na gut. Nee. Das hat die letzten drei Male so gut funktioniert. Ich war richtig stolz, wo ich das vorhin hingekriegt habe, dass ich hier an dieser Kante ranspringe. Oh, man kann natürlich auch mit rechts springen. Naja, was ist das? Zweimal Stealth Key. Ja, ich sehe es gerade. Naja. So, zack. Dann kann ich auch gleich noch diesen anderen Unsterblichen umhauen. Das heißt unsterblich. So richtig unsterblich sind die Typen ja nicht. Die sind halt bloß von ihrem lustigen heiligen Wasser irgendwie gesegnet. Das heilige Wasser ist anscheinend, wenn ich das so überlege, eigentlich gar nicht überhaupt nicht heilig, ne? Ist ja quasi eher unheimlich. Je nachdem, wie sehr man das mit der Göttlichkeit hat. Das bringt uns wieder zu der Grundsatzdiskussion. Gibt es die Götter wirklich? So, warte mal jetzt hier. Nu? Achso, er macht sowieso das, was er soll.
Ermat ganz schön dabei. Nein, was soll's. So, Judy, dann müssen wir jetzt nur noch in den Tempel ran. Hallo, Markus. Ich bin eigentlich noch relativ am Anfang. Mich wundert, dass du überhaupt irgendein Gebiet nicht kennst. Es ist nicht so, dass ich den, ich war hier schon im Sempo-Tempel. Aber ich will hier noch was. Ob ich den Typ hasse, ne? Ach. Ich hasse es übrigens, wenn... Oh. Ich hab mal wieder die falsche Taste gedrückt. Würdest du bitte aufhören zu blocken? Danke, bitte. Ich bin der Meinung, ich war hier schon mal auf Unauffälliger dabei. Gibt's hier noch was zu entdecken? Ich glaube, da hinten liegt noch Loot, oder? Will ich was übersehen? Aua! Hey, 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 hey! Ach, das hasse ich. Weil ich stand gerade auf dieser kleinen Steinkante und der hat sich geweigert. Oh, Mann! Die Steinkante, die da! Diese klitzekleine Steinkante, er kann nicht nach hinten gehen, weil du nicht von Kanten runterfallen kannst. Das ist normalerweise eine total sinnige Geschichte. Nur bei so winzig kleinen Fuckkanten ist es total Wumpe! Hab ich nicht. Ich renn's einfach durch. Bevor ich mich hier ärgere. Warte mal. Bin ich hier gerade. Achso, ich bin direkt. Oh, sehr gut. Ja. Das war auf jeden Fall gerade wieder sehr erfolgreich. Zugegebenermaßen. Warte mal, ne? Doch. War die richtige Richtung. Genau, ich will da oben in den Tempel. Da will ich quasi hin. Achso, warte mal. Muss ich jetzt das mit dem Drachen nochmal neu machen? Oder merkt er sich das wenigstens? Ich sehe keinen Drachen, also würde ich mal davon ausgehen, dass er sich das nie... Ach, scheiße. Ich muss ja echt in einen Go hochrennen. Ah, Mist. Aua. Ich habe falsch angenommen. Also ich schieb's jetzt alles auf diese dumme Kante. Hä? Okay. Also wir hätten das nicht in einen Go machen müssen. Na gut, Was muss der Schuld sein, außer man sich selbst? Ja, zumindest braucht man irgendjemanden, der Sündenbock spielen kann. Es muss nicht zwingend jemand schuld sein. Aber man muss ja irgendwie zumindest seine eigene Inkompetenz irgendwie jemand anders schieben, oder? Vor allem, mir fällt gerade so auf, dieser komische Bambuswald ist es ja nicht. Dieser lustige Wald hier, der ist ja eigentlich wie geschaffen zum Attentäter. Drachen? Ja. Ich wollte gerade den guten alten Mikiri-Counter mal wieder probieren, aber es ging irgendwie nicht. Habe ich eigentlich vorhin einen göttlichen Eingriff gekriegt oder warum habe ich nichts verloren? Ich wundere mich gerade so ein bisschen. So, habe ich jetzt einen willigen Diener? So wie Kiri-Konter im Eifer des Gefechts kriege ich aber nicht hin. Das ist ein bisschen ärgerlich eigentlich. Egal, ich renne jetzt einfach weiter. Bevor ich mich hier stundenlang rumärgere. Geht es hier weiter? Ich ging nur hier irgendwo rum. Ach nee, hier da oben. Genau, hier war's. Aua. Hören, du hast drei Level. Ja, die gehen mir ja nicht verloren.
bist du gestorben? Achso, weil trotzdem. Wie sind denn hier? Das ist aber nicht die normale Menge an diesen Viechern hier. Egal, ich muss einen Unsterblichen töten. Wenn mir gerade einfällt, war hier hinten nicht sogar so ein Fetti? Oh, wie sind denn hier noch? Meine Güte. Hinten war die. Oh, was ist denn hier los? Das sind gar nicht so viele. Aua, was zum Glück machen die keinen Schaden. Hey! Ich werde sowas zu sterben. Ach doch, hier war doch ein Fetti. Bin mal sehr gespannt, ob das klappt. Ich könnte ja zur Not einfach so Fetzer rausspringen. Hallo? Oh. Oh, Mann! Sorry. Es regt mich schon wieder richtig auf, dass mich das dumme Schlagen jetzt gerade in den letzten Sekunden davon abgebracht hat. Wirklich? Hm. Was? Meine Fresse, was ist denn nicht in Ordnung mit euch? Die Jungs hat die sich noch einmal die Woche. Ach Quatsch. Mein Training ist vollkommen ausreichend. Egal, wir wollen ja auch gar nicht hier sein. Das regt mich trotzdem auf, dass die mir. Seit wann können die irgendwelche Sachen werfen? Das sehe ich zum ersten Mal. Das ist wirklich ein Scheiß werfen, also wirklich. Hui! Das überlebe ich. Also ist die ganze Reise war jetzt für einmal knallsam? So hat sie. Oh ja, da unten geht's weiter. Wir sind jetzt gerade hier vor einmal knallsam runtergesprungen, nehme ich also an. Ich hoffe einfach mal, das geht da unten weiter. Oh fuck. Was? Hatte die Oma nicht Hunger? Ich weiß nicht mehr, welche Oma. Ich habe keine Ahnung, von welchem Charakter du sprichst. Insofern, bestimmt. Du hast bestimmt recht. Huh. Sehr gespannt, wie ich hier wieder hochkomme. Wartet, da unten sind noch mehr Bäume, aber die sehen jetzt nicht so aus wie die Art von Bäumen, wo ich mich ranhängen kann. Ah, jetzt geht diese Scheiße wieder aus. Ah. Schrott, yay! Keine Ahnung, wo ich hier bin, ne? Das ist. Geht's hier noch weiter runter? Die Kante sieht so aus, als könnte man hier vielleicht noch irgendwie. Eine geheime Höhle? Nö. Ah, der Wald da unten. Der Waldboden da unten kommt. Was ist denn das hier? Oh oh! Oh oh! Das sieht aus wie Schlangenhaut. Ich meine, ich kann mich dunkel erinnern, dass ich der lustigen Schlange ins Auge gestochen habe, aber. Die sich daran erinnern kann? Die sich meinen Geruch gemerkt hat? Was, die da gerade saß? Was? Ach so, die Oma, ja. Ach so, mit der, ja, können wir gleich nochmal zu ihr hingehen. Das ist, ich konnte bloß halt gerade nicht mit dir reden, weil das ist halt irgendwie gerade schwierig gewesen. Ja. Wenn wir mit Omi reden wollen, können wir gleich nochmal hinlaufen. Moment. Wir haben erstmal was gefunden. Das ist schon mal viel wert.